Leidenschaft und Begeisterung ist enorm wichtig, dass mein Leben weiterkommt und dass man Ziele erreicht. Und meine Leidenschaft brennt einfach für den Film. Lieblingsgenre ist der Horror, weil mir die Psychologie der Angst und des Schreckens so fasziniert. Meistens schreibe ich meine Geschichten am Abend, in der Nacht, wenn die meisten Menschen schon schlafen. Man kennt ja dies, du gehst halt raus, spazieren und fast jeder schläft. Man glaubt es, die Welt gehört dir. Und da sind einfach die meisten Ideen, die im Kopf dann herumspucken, werden dann frei. Ich bin nur Drehbuchautor, Schauspieler und Regisseur in einer Person, was eine irrsinnige Aufgabe ist, aber es taugt mir einfach jedes einzelne davon. Ich freue mich so, dass wir endlich in den Wald fahren. Ich hab's daheim nicht mehr ausgehalten. Ist echt schon Zeit geworden. Kamera speak, Marker. Stop the smoke, please. Und bitte. Und danke. Mein Projekt Grindelwald hat den weiten Weg bis nach China geschafft. Am meisten motiviert mich, dass man mit dem Medium Film so viele Menschen erreichen und berühren kann. Seit 10 Jahren liest du mir jeden verdammten Wunsch von den Lippen ab. Und heute kannst du mich zum glücklichsten Mensch auf der Welt machen. Ihnen sollte klar sein, dass wir zum Schutze von Wonderland und unseren Kunden zu allen erdenklichen Schritten bereit sind. Auf Komfort bitte deine Hände auf die Schoß nehmen. Und auch hier hilft oft eine Therapie. Ja, ich habe schon zig Therapien hinter mir. Und es wird immer schlimmer und schlimmer. Sie wissen echt nicht, wie viele Therapien ich schon hinter mir habe. Ich glaube, dass etwas in ihm glüht und er das wirklich möchte. Und er hat auch die Power dazu und das Feeling. Er ist ein sehr feinfühlender Mensch, der sich beschäftigt hat, der genau wusste, was er wollte. Einfach wunderbar. Mit so genialen Schauspielern und damit Patrick zusammenzuarbeiten, das war einfach unglaubliche Erfahrung für mich. Als Mensch und als Schauspieler. Oder da wird die Kamera, das ganze Schauspieler und die Kamera so positioniert. Nee, das kostet vielleicht um eine Spur weiter drum, nur für die kurze Szene. Ich glaube, das fällt nicht auf. Denn wir werden mit aller Macht verhindern, dass Wonderland oder einer seiner Kunden bekannt wird.
Stellen Sie sich doch nur vor, wenn das passiert. Super, cool. Genau. Jetzt fangst du da an, wo genau. Sie genau. Okay. Ja. Handybilder mit einem brennenden Autowrack werden um die ganze Welt gehen und somit praktischerweise Ihren Tod belegen. Glauben Sie mir, heute Abend bekommen Sie Ihre Endlichkeit. Die Idee für einen Horror-Western, auf die bin ich gekommen, weil ich ein Western-Fan bin und ein Horror-Fan, und das Ganze einfach mal zu kombinieren ist sehr reizvoll. Wir haben uns einige Bergkulissen in Österreich angeschaut, aber der Dachstein mit sehr Kulissen hat einfach alles geschlagen. Durch die extreme Lage war es ja natürlich eine Herausforderung, dass wir die Crew mit dem ganzen Equipment auf den Berg aufbringen. Wir haben einen einzigen Tag gehabt, der ist fixiert gewesen, das ist unser Drehtag. Und wir haben echt das Glück gehabt, dass dann genau an diesem Drehtag strahlender Sonnenschein gewesen ist. Das, was wir braucht haben für den Dreh. Da ich mir unverschämterweise die Hauptrolle selbst geschrieben habe, habe ich natürlich, was das Thema Regie betrifft, einen neuen Kampfgefährten eingeschaltet, das ist der Alexander Bruckner. Wir müssen da irgendwie an die Kante kommen. Also so, sollen wir die Kante entlang gehen einfach, meinst du? Ja, an die Kante. Gehen wir mal an die Kante. Nicht so einfach vom Berg drehen. Vermeide das in Zukunft. Mit Alexander Bruckner habe ich einen Freund und Mitstreiter gefunden, der was filmisch genauso denkt wie ich. Also da sind wir wirklich ihr Herz und der Seele. Du gehst in die eine Richtung, die Kamera geht in die andere Richtung. Okay. Dead roll one, scene one, take one. Klappe bitte. Roll one, scene one, take four. Wieder einen Priester, der in einer besonderen Mission unterwegs ist. Und dann bleiben wir stehen, die Kamera, und der Sarg geht aus dem Bild raus. Es geht um Rache, es geht um Vergeltung, es ist sehr mystisch und wirklich, wirklich, wirklich horrormäßig, aber recht viel mehr möchte ich nicht verraten oder vorwegnehmen. Hammer rein, passt, Ruhe am Set bitte, wir drehen. Ton bitte. Ruhe bitte. Und bitte! Am Set war trotz minus 25 Grad eine super Stimmung und eine extrem gute Harmonie. Grenzdebil, würde ich sagen. Der Schmäh ist gereint einfach. Und die Lachmuskeln haben uns einfach warm gehalten an dem Tag. Oh, holy, 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 holy. Thank you.
Also das Schlimmste war an dem Drehtag eben der Zeitdruck, weil wir nur ein paar Sonnenstunden gehabt haben. Und am Gebirge ist halt nicht immer die Sonne immer dein bester Freund. Obwohl wir dankbar waren, dass es da war. Es war eben der einzige Tag, wo es schnell war. Aber es war halt ein irrsinniger, straffer Zeitplan, was wir gehabt haben. Seinen ganzen Dreh ist gesagt. Ruhe am Set, bitte, wir machen eine Probe. Ist der, ja, das reicht, da ist nur so ein bisschen Bewegung drin. Ist. Das ist zu viel. Ja, das war zu viel. Stopp, da ist deine Startposition, Patrick. Kamera bleibt so, Patrick geht weiter. Und auch nicht. All one, scene three, take two. Und bitte. Und dann kommt Sarg im Vordergrund, Cowboy im Hintergrund, Cowboy schaut zurück, okay. Und Cowboy geht wieder weiter. Leidenschaft und Begeisterung ist so wichtig, dass man im Leben. Leidenschaft und Begeisterung ist so wichtig, dass man im Leben Ziele erreicht. Genau, pass auf. Leidenschaft und Begeisterung ist so wichtig, dass man im Leben Ziele erreicht. Und meine Leidenschaft begeistert mich selber.